Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Chaos Theory mit dem dritten Teil mittlerweile. Wir sind hier am Leuchtturm. Bestätigt, Maria. So, da ist er, der hängt. Maria Narcissa. Ich hoffe, ihr versucht nicht schon wieder ein Blind Date für mich zu arrangieren. Die Maria Narcissa ist ein hässlicher alter Kahn. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Fischer? Ja, schon gut. Entschuldigung. Die Maria Narcissa ist ein Frachter im Besitz von Celestina Incorporated, einer portugiesischen Transportfirma. Er ist auf den Philippinen registriert. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du doch wieder ein Blind Date. Kannst kaum erwarten, sie zu treffen. Fischer, Goddammit. Du hast deine Primärziele erfüllt. Sobald du bereit bist, können wir dich da rausholen. Gib dem Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus das Signal. Sorge aber zuerst dafür, dass das Licht aus ist. Mach ich. Mit wem hast du gesprochen? Mist, hätte ich eigentlich doch laufen lassen können. Ich bin der Kerl, der dir die Knie zertrümmert, wenn du mir nicht sagst, mit wem du gesprochen hast. Oh Gott! Oh, es war Lacerda. Hugo Lacerda. Wo ist er? Er ist an Bord des Schiffes. Der Maria Narcissa. Warum? Waffen. Er liefert die neuen Waffen an die anderen Zellen. Wenn ich herausfinden sollte, dass du lügst, sehen wir uns wieder. Oh Gott! Bitte! Nochmal? Ich schwöre. Nö, mehr kommt nicht. Entschuldigung. Oh, das muss, glaube ich, wehgetan haben. Ich glaube, er ist gerade mit dem Kopf nochmal voll auf den Stuhl geknallt. Ja, ich wollte gerade sagen, falsche Waffe noch drin. So, tot ist er. Ja, hätte ich eigentlich dann noch... Hätte ich dann eigentlich noch laufen lassen können. Im letzten Part. Aber naja, ich hoffe, da oben ist noch eine Kiste. Uns fehlt ja noch eine Kiste zum Scannen. Aber es war ja eh nur eine Side-Mission sozusagen. Hallo, Sam. Oder andere Seite. Ja, andere Seite, okay. Oh. Ups. Naja, egal. Ah, der Typ hat schon was, ne? Sollen wir dir helfen? Naja, okay. So. Mission erfolgreich. Ah, ich hoffe jetzt, es kackt jetzt nicht ab. Okay, abgebrochen. Retten Sie Morgenhold. Okay, geht ja nicht. Eliminieren Sie Hugo das Herr, ging auch nicht. Ja, das sind halt die zusätzlichen Missionsziele, Statistiken. 37 Minuten habe ich jetzt für die erste Mission gebraucht. Erfolgsrate nur 2. Hui. Ein Körper wurde gefunden, ja? Bewusstlose Feinde. Wie 17 getötete Feinde. Jetzt eindringen. Okay, verstehe ich gerade gar nicht. So, bitte stürzt nicht ab, Spiel. Pazifischer Ozean, 90 Kilometer südwestlich des Panama-Kanals. Hugo Lacerda ist es gelungen, vom Leuchtturm aus an Bord der Maria Narcissa zu gehen, bevor sie ihn erreichen konnten. Begeben Sie sich auf das Schiff und sorgen Sie dafür, dass er niemals das Wissen, das er vielleicht vom Morgen heute erhalten hat, weitergibt. Oh, es läuft. Noch. Der Leichnam des gekidnappten Computerspezialisten Bruce Morgenhold ist heute Morgen in einer Villa in Peru entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge ist sein mutmaßlicher Mörder Hugo Lacerda, der Anführer einer Guerilla-Organisation namens Stimme des Volkes. Hier nun Bilder vom Auslaufen des hochmodernen Kriegsschiffes USS Walsh. Es ist auf dem Weg ins Gelbe Meer zu seinem ersten Einsatz. Minister Mason nannte es die Waffe des 21. Jahrhunderts. Es bekräftige Amerikas Bündnistreue zu seinen japanischen Verbündeten. Wir hoffen darauf, dass die Anwesenheit der Walsh, die mit der modernsten Rüstungstechnologie ausgestattet wurde, die unser Land zur Verfügung hat, als deutliches Zeichen unsererseits Frieden einkehren lässt. Okay, das mache ich auch wie im ersten Teil nicht, weil es einfach zu lange dauert.
So, wir nehmen weiterhin ducken. Okay, wir können eigentlich mal auf Angriff gehen. Wir gehen mal auf Angriff, weil ich bin ja eher eigentlich so ein aggressiver Mensch. Nu, hallo. Okay, Leute, ich habe jetzt mal die Shader auf 3.0 eingestellt und wie ich es gesagt habe, jetzt bestätigt sich mein Verdacht wirklich, denn sobald der X3 ist, an ist, kackt das Spiel ab. Also immer wenn ein Levelwechsel ist, dann ja, kackt Zeit ab. Ich bin mal gespannt, wie es Bleibt läuft. halt im Trockendock erhalten. Auf der Maria Narcissa wurde ein zentrales Alarmsystem installiert. Lass mich raten. Wenn ich dreimal den Alarm ausgelöst habe, ist die Mission vorbei. Natürlich nicht, Fischer. Das ist ja schließlich kein Videospiel. Aber wenn du nicht willst, dass man auf dem ganzen Schiff von deiner Anwesenheit weiß, solltest du vorsichtig sein. Ah, okay. Also das haben sie dann wohl rausgenommen. Im zweiten Teil war es ja dann so, wenn man eine bestimmte Anzahl an Alarme hat, dass dann abgekackt ist, also dass man dann verloren hatte. Scheint er jetzt nicht mehr zu sein. Eine wirklich schöne Nacht. Wie groß ist die Mannschaft? Wie viele Männer befinden sich an Bord? Insgesamt, wir sind, glaube ich, 36. Aber da sind Lacerda und seine Söldner mitgezählt. Wo steckt Lacerda? Er war vorhin hier, vor 20 Minuten. Hat sich über seine Unterbringung beschwert. Sagte, dass er eine andere Kabine haben will. Und weiter? Sie werden Lacerda kaum irgendwo finden, wo Arbeit zu erledigen ist. Ach komm. Das könnte ich mir auch schon denken, dass er kein stinknormaler Arbeiter ist. Also, so dumm bin ich auch wieder nicht. Das ist so geil mit den Pfeifen. An sich, also ich muss sagen, mit den Shader 3.0 habe ich doch nicht so die Frame-Einbrüche, wie ich dachte. Also, wie ich es einmal hatte in der Testaufnahme. Ganz zu Anfang. Die entsetzten Gesichter und vor allem die hochgezogenen Augenbrauen. Einfach nur geil. Sam ist immer noch am coolsten. Also Sam fetzt. Ich mag den einfach nur. Ihr könnt übrigens, wenn ihr einen anderen Agenten mögt, also sprich Solid Snake oder überhaupt Snake, könnt ihr bei El Pollo Diablo mal reinschauen. Der macht da die Splitter, sag ich schon, die Metal Gear Reihe, also Metal Gear Solid Reihe. Und ja, er spielt das Ganze natürlich auch sehr, sehr gut. Mit uns hat man jetzt durch den Mond gesehen. Kommt der jetzt hier hoch? Es sieht stark danach aus. So, das heißt, hoffen, dass er uns nicht entdeckt. Also auch geil, wie langsam die gehen. Ah, okay, nicht weiter. Ich hasse gerade diese Ego-Perspektive, ging mir gerade sowas auf den Zünder. Redet er da? Oder? Das klingt gerade so weit weg. Egal. Jedenfalls habe ich es vergessen zu sagen. Ja, was ich auch immer sagen wollte. Ja, wie gesagt, also wenn ihr aus Metal Gear steht, kann ich euch nur El Pollo Diablo empfehlen als Let's Player. Macht das sehr schön. Ich schaue bei ihm auch seine Reihe an. Er hat bei mir auch Splinter Cell mit angeguckt. Ich weiß nicht, ob er das immer noch guckt. Das weiß ich nicht. Hab lange keine Kommentare mehr gelesen. Daher. Hier scheint keiner zu sein. Okay, ich hoffe, man kann hier ein bisschen schneller laufen. Er meint aber auch, dass in irgendeinem Teil die KI sich auch an die Dunkelheit gewöhnt. Er meinte wohl, dass es hier im dritten Teil
Ist dann durchaus möglich, dass sie sich auch dran gewöhnt. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, ich kenne den Teil nie gespielt. So, hier dürfte keiner mehr sein. Hoffe ich zumindest. Und wenn ja doch, schnell speichern, Freund und Helfer. Schön ruhig bleiben. Ah, Dreck. Aber schön, wie er, fand ich geil, wie er das gesagt hat. Schön ruhig bleiben. Fand ich cool. So, was sind eigentlich unsere Ziele hier? Aufgaben. Besorgen Sie den Frachtbrief für die Waffenlieferung an Lacerda. Suchen Sie nach den Frachtbüchern für Lacerdas Lieferung und eliminieren Sie Hugo Lacerda. Das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Erstmal warten, dass der da mit seiner gezückten Waffe hier weggeht. Kommt der hier zu uns? Ich muss sagen, ich finde das aber auch echt herrlich, dass die hier auch so langsam gehen. Das ist jetzt aber nicht der gleiche, oder? Bei ihm war es doch, glaube ich, noch ein schwarzer. So. Bleib stehen. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Jetzt bleib stehen, ohne dich umzudrehen. Ja. Loser. Ich hab dich. Bautz. Wir haben unsere große Waffe drin. Wollte ich gar nicht. So. So, ich hoffe, das war der. Da sitzt jetzt keiner mehr. Da geht's nicht weiter. Ich habe hier noch gar keine Lichtschalter gesehen. Fällt mir gerade mal so auf. Sonst gab's doch immer Lichtschalter. Fischer, sieht so aus, als würde Lacerda seinen neu gewonnenen Reichtum nutzen. Er bezahlt seine Schulden mit einem Teil der Waffen, die ihm geliefert wurden. Ihr wollt, dass ich noch ein paar Waffenkisten mehr scanne? Noch besser. Befestige Peilsender daran, dann können wir feststellen, für wen sie letztendlich bestimmt sind. Okay. Okay, dann heißt es erstmal, welche finden. Und ich muss sagen, ich finde das cool, dass er jetzt hier sich so automatisch anlehnt. Die Musik fetzt. So, Peilsender platzieren. Gute Arbeit, Sam. Das ist die erste Kiste. Halte die Augen nach weiteren offen. In Ordnung. Was mich jetzt frage, sind es diese Kisten, gibt es die jetzt in jedem Level? Fischer, wir haben gerade einen Funkspruch von der Maria Narcissa abgefangen. Sie meldet ein Leck im Rumpf und bittet um Geleit. Der Kahn sinkt? Nein, aber offenbar sind einige Lagerbereiche überflutet. Du musst die Bilge im vorderen Maschinenraum aktivieren, um Zugang zu allen Frachträumen zu bekommen. Naja, ah, ja. Kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, glaube ich. Sollte ja nicht so das Problem sein. Hier möchte ich gerne mal ui, ist das dunkel. Also auch die Nachtsicht ist sehr cool. Ich finde, es sieht schon wesentlich besser aus. So, gibt es hier wen? Sieht leer aus. Halt, falscher Knopf. Und dann jetzt öffnen und schließen. Hier duscht irgendwer. Oder ist das eine Dusche? Ah, nee, das ist höchstwahrscheinlich. Fischer, diese Frachträume sind geflutet. Du musst die Hilfspumpe aktivieren, um sie leer zu pumpen. Ja. Wow. Langsam schließen. Geil. Ich finde das so herrlich gemacht. Hey, Kumpel. Hab dich. Ganz schön laut hier unten. Oh mein. Erleichtert es mir nicht aufzufallen. Was ist hier drin? Die Hilfspumpe. Einige Frachträume sind geflutet. Die Pumpe müsste das Wasser abpumpen können. Danke für die Information. So, und? Ich will nicht sterben. Wirst du auch nicht, keine Sorge. Du wirst nur in den Kriechtunnel steigen? Ausmachen. Wo ist, ach, da oben ist eine Lampe.
Wow, ist das hier dunkel. So, wo ist hier die Hilfspumpe? Ach, da oben. Ach so. Da drin müsste sich eine große Pumpe befinden, die du verwenden kannst, um den vorderen Frachtraum trocken zu legen. Ich werde sie suchen. Nee, ich werde sie finden, schon Greta. Das ist ein feiner Unterschied, Sam. Und du sagst das selber, also. Oh Mann. Sam, was du liest und was du schreibst, das musst du definitiv noch ein bisschen besser timen. Bringst du die Pumpe jetzt endlich in Gang, oder was? Oh, wow. Geil. Also muss ich sagen, das fand ich jetzt gerade richtig geil, wie der hingefallen ist. Nach diesem Headshot. Fand ich das wirklich gerade voll geil. Oh. Ja. Zack. Gute Arbeit. Die überfluteten Bereiche müssten bald leer gepumpt sein. Jetzt kannst du nach dem Frachtbrief suchen, der zu Lacerdas Lieferung gehört. In Ordnung. Wird gemacht. Ich weiß gar nicht, wer redet denn da nochmal? Wie kommen wir da wieder rein? Ach, macht er so. Okay. Ich habe den Namen nämlich vergessen von dem. Aber naja, es fällt mir bestimmt schon irgendwann wieder ein, der Name. Aber ich fand das trotzdem gerade so geil, wie der hingefallen ist. Das war jetzt so, wirklich so ruckartig ging. So, Peng, Headshot, boom, umgefallen. Fand ich cool. Ey, hier stocken dunkel, ich sehe gar nichts. So, und wieder raus. Schwupps. Ja. Aufschieben. Langsam schließen. Aufschieben. Und hier runter. So, jetzt müssten hier irgendwo... Ich wette, dass Lacerdas Container sich irgendwo in diesem Frachtraum befindet. Der Frachtbrief müsste an seiner Seite befestigt sein. Ich werde mich mal umsehen. Heißt das, wir müssen jetzt hier eine Kiste suchen, oder was? Eine bestimmte Kiste, oder wie? Da! Haha. Gute Arbeit, Sam. Sieht so aus, als würden diejenigen, die die Waffen an Lacerda geliefert haben, über Strohmänner agieren. Über wen läuft die ganze Geschichte? Mercantil Costa Afuerda Securidad de Panama. Offshore-Banker? Ja, die von der zigarrenkauenden Sorte. Großartig. Ich liebe Bürokraten. Du musst immer noch die Frachtbücher finden, damit wir rausbekommen können, mit wem Lacerda sonst noch Geschäfte macht. Versuch's im Büro des Schiffes. Dort müsstest du fündig werden. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Denn, es ist ja... sind ja wichtige Dokumente. Und sowas wird doch meistens... im Büro ist aufbewahrt. Geht's denn hier mal überall lang? So, dich möchte ich mal gerne aushaben. So, ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Nein! Nein! Wie krass! Das ist ja der... Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Das war knapp. Nun gut, war wohl nichts. Das Licht ist kaputt. Wer war das? Was meinst du damit? Lichter gehen von alleine kaputt, weißt du? So, den haben wir. Oh.
Dein schlimmster Albtraum. Ich möchte doch nicht immer Leute... Oh, das ist aber cool. Das finde ich cool. Der Fuß war am Weg, zack, geht nicht zu. Das fand ich cool. Aber ja, wie gesagt, immer muss ich Leute umbringen, es tut mir so leid. Aber deswegen gehe ich auch auf Angriff. Ich bin nicht unbedingt der große Stealth-Mann, aber ich finde trotzdem die Reihe so genial. Ich weiß nicht warum, ich mag die Stories. So, hier mache ich jetzt aber Schluss. Ich lehne mich noch so schön an der Wand. Sieht da irgendwie cooler aus. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, belohnt mich doch ruhig mit einem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Part von Splinter Cell Chaos Theory wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut!